Kennen Sie den Spiel noch? Ich habe es fast nicht mehr erkannt. Aber ich habe es nie vergessen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Luigi's Mansion 3. Oh yeah. Tatsächlich ist es über einen Monat her, noch viel länger für euch, dass ihr mal. Also ja, dass ich Luigi gespielt habe. Früher ist es nicht so ganz lang her. Dafür haben wir wie nach Neujahr eine riesen Pause gehabt, Luigi. Sorry for that, I guess. Ja. Keine Ahnung, jetzt erst das Pokémon durchhauen, bevor ich mit Luigi gross weitermache. Und dabei Luigi ein bisschen vernachlässigt. Tut mir leid. Wenn es viele Luigi-Fans gegeben hat, die das gerne noch, naja, fertig geschaut hätten. Ja. Jetzt geben wir mit Luigi wieder Vollgas. So. Wie gesagt, für mich ist es extrem lang her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Darum. So. Muss ich wieder ein bisschen schauen, dass ich wieder reinkomme mit Steuerung. Genau. Beim letzten Mal haben wir ja die Teppich hier beim Yoga-Studio. Hier. Ich liebe die Luftdinge hier. aufgeraut, aber eben falsch, glaube ich. Tatsächlich. Oh yeah! Und da gibt's eine Bölle. Und es gibt nicht nur eine Bölle, sondern man kann auch die ganze Wand hier noch kaputt machen und hinterlaufen und so weiter. Zumindest bis dahin. Und wir haben endlich einen Weg gefunden, hinten durchzukommen. Kommen wir ohne hinten? Kannst du mir nicht erzählen. So. Voll eine gute Aussicht. So. Oh, Luigi. Oh, komm ich zurück? Luigi ist schon sehr einfach zu trappen. Ich komme nicht zurück. Oh, hey, Kollege. Aber ich bin froh, kann ich noch ein bisschen Luigi spielen. Etwas anderes. Für jung, für alt ist schon mal etwas anderes. Und vor allem. Haben wir den Schlüssel zurück? Ich komme aber wie um alles in der Welt komme ich da wieder zurück. Oh boy. Charles Martinet, du bist ein Gott. Oh nein, ist so gut. Los geht's. Okay, mit dem Schlüssel, den wir jetzt geholt haben, kommen wir unter anderem hier rein. Oh. Jo! Geil gemacht! Oh, geil gemacht! Aber gefährlich! Sind sie nicht da? Vorne? Ah, vorne! Von hinten her kennen wir schon. Oh, da ist noch ein grosser Keib. Uiui! Ah. Was ein bisschen. Oh, da! Da können wir es so eliminieren. So. Okay. Kreative Idee, also fast ein bisschen einfach, wenn sie mich gar nicht angreifen. Ist noch einer? Nö, das ist. Okay. Aber ich finde es immer cool, dass verschiedene Geister auf mich zukommen. Da haben wir auch die, diverse verschiedene Geister gehabt. Finde ich cool. Jetzt gehen wir aber eins weiter. Wir haben den Schlüssel ja gefunden. Oh! Oh, Entschuldigung zusammen, nicht wollen stören. Mach ich nur. In der Zeit raube ich aus. Holy. Aber das hat vielleicht ein bisschen mit der Temperatur zurück. Also heiß ist im Fall nicht, auch nicht gut für die Haut. Lass dich nicht stören, wie gesagt, ich bin hier nur am Ausrauben. Und zieh den Vorhang in der Dusche, bitte, das ist schon ekelhaft. Jetzt zieh ich halt den Vorhang. So. Oh, habe ich gestört? Oh, did I stutter? Okay, irgendwie kann ich mich. Ah. Es liegt nicht zu nichts.
Mijn taschenlampen maar ook extra geil, nützt nichts. In diesem Nebel-Dampf-Schwaden Zeugs. Dus muss ich auch das Wasser abdrehen überall. Okay, das ist schon mal gut. Da muss ich unseren Dampf abstellen. Mhm. Und noch da. Perfekt. So, jetzt ist wieder normal. Da 100 nehmen. So, jetzt können wir packen. Hinterziehen. Und auf den Typ hier schleudern. Der ist schon parat zum Knotz werden zu sein. Egal. Langsam habe ich es wieder im Griff. Gut, habe ich nicht viel Zeit gebraucht, um reinkommen. Ja. Das sind jetzt nicht die schwersten Gegner. Kommen noch mehr? Oh. Da kommen noch viel mehr. Ja, gut. Ich habe ja müssen es mal. Oh, Reis. So. Jetzt. Na. Packen. Ah, da hinten ist er. Da hätte ich keinen bei mir gepackt. Riesling. Geld auflesen zuerst. So. Moment. Moment, ich bin etwas schneller unterwegs, habe ich das Gefühl. Vorher ist er so lang, arschig in die Züge gelaufen. Nein, darum muss ich sagen, der Geld noch weggeschleudert. So, jetzt sind wir aber dich. Hinterziehen. Uff. Boah, hast du denn jetzt Wasser dran gelassen? Spinnt dir. Weißt du, was das kostet, die Wasser laufen? So, jetzt ist wieder gut. Einfach Wasser an den Quadreihen. Da siehst du, wer noch nicht seine eigene Wasserrechnung muss zahlen, wenn er bei den Eltern wohnt. Nein, Wasser auf der Reihe. Ah, ich glaube, an diesem Kaib spinnt es ein bisschen im Oberstübli. Hey! Kaib hat sich versucht, in den Tüchlein zu verstecken. Wie doof! Hey. Mitkommen. Das sind ein bisschen andere Gegner. So, jetzt. Packen. Ich tue das noch suchen. Ich hoffe, dass ich ihn noch trifft. Nicht getroffen. Shit. Also scoremässig wäre das jetzt nicht so gut. Hey, du bist schon mit meinem Geld. Es hat noch zwei. Ich habe jetzt noch einen. Okay. Ich habe noch eine kleine Chance, einen besseren Score zu holen. Ich habe ihn doch bereicht. Ich habe sich noch aus dem Staub gemacht in allerletzten Millisekunden. Oh. Nee. Weg, nee. Oh, hey! Unfair! Oh Mann, nee. Hey. Muss ich mein Scout zurückholen? Ich habe nicht einmal die Chance, mich zu wehren. So. Aber solange man kein KP abzieht, ist alles gut. So. Jetzt aber. Ich kann aber auch noch eines schlagen und verliert. Der es ist halt ein Geist. Länger gegangen, als ich stolz drauf bin. Tschüss. Oh. Ja, das Gefühl kann ich hätte es nicht gesehen. Da, den Fisch mitnehmen. Andere Seite drehen, okay, hast du verstanden. Und jetzt? Ah. Oh, Wasser abgelassen. Hm. Innen mit! Okay, der Fisch ist kaputt gegangen, aber irgendwie das Ding hier nicht. Aber ich bin doch ein Luigi. Na, also. Noch nicht so viel, hä? Zwei? Und weißt du was? Ich glaube, ich muss Luigi jetzt opfern. Ja. Nee. Beziehungsweise. Ja, ich kann es einfach so machen: einen neuen Luigi erzeugen. So. Neue Luigi erzeugen und schon haben wir das. Was?
Ich bin nicht so echo. Jetzt da Wasser gehabt? Ja. I'm sorry, did I stutter? Ich wollte da aufdrehen. Okay, that's it. Wieder geht's. Jetzt haben wir zwei Türen. Hier geht's, glaube ich, Pool. Und hier geht's. Finden wir raus. Hello. Ja, grüß dich. Aha. Ist doch auch nicht offen gewesen vorher oder so. Duschräum. Gut, geh. Gehen wir nochmal in den Pool, weil dort ist der Badmeister. Mal schauen, was der Badmeister uns zu erzählen hat. Wenn ich mir immer vorstellen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Oh. Das war ein Geist für mich. Ein Sportgeist. Okay, er schießt mit Bau. Das ist mal meine Sicherheit da. Ha! Frage, also ich kann einen Bau nehmen, kann ich noch zurückschießen? Ist das so, what I have to do? Der muss aber auch reichen. Jetzt gewiss hat mit Luigi zu tun. Okay. Ich bleibe mal da. Oh, 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 Leute, bleibe da. Kollege Essig haut ab. Ich kann da durch. Theoretisch. Luigi nimmt keinen Schaden drum. Ich bin doch. Oh. Ja, ich weiß Pucci. Aber ich weiß gerade nicht. Da bin ich mir auch mal sicher. Was er jetzt nicht weiß, dass ich ihn angreife. Jetzt ist er abgelenkt. Auf Seite! Drei. No! Dang it! Aber ich glaube für Strategie gar nicht schlecht. Da ist aber noch ein Herz drin, lass ich schon mal sein. Okay, da hier. Ablenken. Hier ist da. Luigi. Okay. Danke. Okay, irgendetwas muss ich machen, dass er nicht gerade kann angreifen. Falsch Knopf drückt. Jackson will ich sie noch nicht ganz. Muss ich jetzt so? Okay, ich habe meinen Bau verloren. Ja, ich muss aber auch den falschen Knopf drücken, jedes Mal! Ah, ich drücke immer den... Warum muss ich immer die hohen Stampfattacken einsetzen? Das nützt nichts. Dann müssen wir mal. Ich gehe mit diesem Modo rüber. Aber ich kann ihn nicht drücken. Wieso habe ich jetzt den Ball weggeworfen? Ah, ich bin so dumm. So, mit Luigi gehe ich jetzt mal eine Runde führen. Das ist schwer. Finde ich einmal. Stopp, lieber. Luigi hier oben.
Zij zijn op wat ze zich zou concentreren. Dat neemt de fout. Ja, hij is me bereikt. Ooit. Jetzt bin ich wasserscheu. Bleib stehen. Luigi, einen Schritt führen. Nicht mehr. Ich habe schon das Gefühl, ich muss ihn brechen. Ja, jetzt Luigi. Deine Chance. Deine fucking Chance. Los, 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 los. Ja. Hohohoho! Dit is een volle exciting en creatieve Endkampf! Luigi, gang hinter die Säule! Ja, wenn man nicht kan schwimmen. Ja, steek het vast. Ik ben niet blöd. Luigi gaat toch hinter. Und jetzt? Kann ich da runter? Hui! Hat es noch eine Leiter zum runter? Da hat es eine Leiter zum runtergehen tatsächlich. Aber nicht! Jetzt kann ich ihn einfach mit Bau schlagen. Oh! Sonnenbrille hat er auch noch. Schlag dich mal da. Kann ich vielleicht eine Sonnenbrille nehmen? Also, Sonnenbrille sind glaube ich eher Schwimmbrille. Bretscht er einen runter, packe dich am Schlawittli. Abziehen. 20, 10, no. Going in style. Und der Wallrider hat Rolle gemacht. Sehr ein kurzer Kampf gewesen. Sehr kreativ. Genau das gleiche Thema über 3 Runden und das wäre ein Top-Band-Gegner. Aber eine Runde war kurz. Er hat sich wieder befreien nach dem ersten Mal, nochmal das Wasser ablassen und dann nochmal das gleiche machen. 3 Mal. Das wäre ein Top-Band-Gegner. Leider ein bisschen kurz, sonst top-kreativ. Geil. Sehr gut. Und ich habe sogar schon den... den Dings? Der sicherste ist halt einfach, dass ich auf 2, ich wiederhole, 2 von diesen scheiß Juwelen habe. Und das ist noch nichts. Irgendwann holen wir die noch. Da kann ich nicht viel machen. Und da auch nicht. Gut, ich bin auch noch nicht zu diesem Stockwerk raus. Ich könnte zwar raus. Muss ich das noch abschießen? Auf eine bestimmte Zeit tun. So. 12, 4 vor. Keine Ahnung, du. Hol ich noch nachher. Das ist noch drüber. Ah, da haben wir schon geholt. Ja, wie gesagt, es ist lang her. Okay, wir haben nochmal 2 von den Juwelen gefunden. Wie gesagt, tue ich mich sehr wenig. Ich gehe den morgen suchen und werde es euch nachreichen, irgendwann. So wie ich alle vergessen, Juwelen werde nachreichen, aber für einen Moment. Gehen wir mal weiter. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Ah, ich muss noch. Okay. That came surprising. Ich muss mich aufpassen. Wo ich hätte schon, aber das ist cool. So ein bisschen überraschende Effekte noch drin. Gegner, mit denen man nicht gerechnet hat. Nur mal nicht. Wir können schon eins weiter. Oh. Ah. Ja, Trophäe. Habe ich schon ausgeräumt. Okay. Ja, dann sehen wir uns im 14, glaube ich. Oh,
je. Haha. Ja. Ja, denke ich mir, dann ist etwas falsch. Habt ihr das nicht gesehen? Ich noch so ein Dings gehabt, wo ihr sie reinstecken sollt. Ja, denke ich mir, dann ist etwas falsch. Der Müsli. Kollege, der hat den Knopf? Ich denke, du bist noch nicht fertig. Das war doch viel zu kurz gewesen. Kollege, der hat den Knopf und du lässt ihn einfach rumspazieren. Nicht gerade die feine englische Art, hä? Oh. Moment. Hallo. Wieso geht weiter? Oh, jetzt ist die Scheibe noch mal beschlagen. Jetzt war da vorhin so schön hell gewesen. God dang it. Was wolltest du mir sagen, Hung? Du wolltest mir sagen, dass wir da lernen gehen, hä? Okay. Du hast mir Geld gefunden. Gib mir das Geld. Danke, Hund. Geld? Oh nö. Das Geld ist weg. Aber danke, Hund. Puzzle ist etwa da gewesen, hä? Puzzle? Puzz. Puzz, Puzzle. Liebe Puzzle. Dort oben gewackelt so der Baum. Und der Bartmann stört mich schon lange. Ich dachte alles für ein bisschen Geld. Außer Büsenfinger. Aha. Da ist er. Also, in dem Raum. Okay. Ist er doch geduscht. So, der Büso. Da unten ist er nicht. Der ist hier weitergelaufen. Da innen. Hahaha. Ich hab dich gefunden. Doch nicht. Hallo. Dann. Im Boxsack? No kidding. Okay. Box, Handschuhe, nein, und was? Gut. Ha! Okay. Wow, ich kann nicht nur das Geld wählen. Und genau hinter dem Geld. Hat's auch die Geldgeister abgesehen? Das sind keine Geldgeister, sondern nicht Geister. Lassen wir es noch Geld nächsten nennen. Oh! Fett Typ ist wieder da. Oh Gott, das sind wieder alle Geister da, die vorhin da waren. Holy! Ich habe auch gelernt, dass der fette Typ einfach durch mich durchrasen kann. Das sind gerade andere Geister. Aber attackieren willst du durch den nicht. Holy! Was will ich denn zuerst? Ich habe gerade einen Boxkollege. Holy! Okay, das ist ein schwerer Kampf. Ah, oh, geh mal weg. Okay, man muss die stampfen, damit sie den Kopfschmuck verlieren. Ey, Scheiße! Okay, ich muss erst den Gross da weg haben. Das war schwierig. Aber ich kann ihn packen und einfach auf die anderen schmeißen. Der Großteil von denen stirbt vielleicht sogar schon. Wenn nicht, dann jetzt. Okay, und durch das Herz nehme ich mir gerne mit. Was? Ich habe den 99? Wo habe ich die her? Okay, du hast ein bisschen zu lange nur noch mal gumpet. Freie. Eins, zwei. Und dann auch noch eine.
Niet te zo. Bam! Dat toch? Oké, er is weg. En ik wil nog wel eens vinden op. Ik zou nog wel geld bekommen. Nee, dat is een eenmalige Sache. Oké. Okay. Het is immer geld bekommen. Zo, wat heeft er zich dabei gedacht? Wie ligt er in? Wat komt er vandaan? Nee, nee. Nee, nee. Is dat er? Bis daar? Komt er irgendwie niet weiter? Ik was schon mal gesehen. I think so. Ja, ik glaub's. Ja, da bin ich so. Ich war schon gesehen. Hund drei Türe. Was ist Hund? Ah. Blieb am Ball dran. Immer am Ball bleiben. So. Da ist er hängen. Ah, das. Das ist auf der Kasse. Lol. Ich kann nicht glauben, dass das etwas mit dem Büsse zu tun hat, aber. Hallo. Bist du, wo bist du? Geist. Mann. Zo, gelukkig. Nö. Ik heb in een keer zoiets van iets te doen. Oké. Checks, ne? Ja. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ich es nicht check. Darum, naja. Tun wir den da nehmen. Und auf den Tisch hauen. Hm. Ist es jetzt kaputt gegangen oder nicht? Nicht so, hä? Kann man das blenden? Tatsächlich. Manchmal ist es einfacher, als es aussieht. Aber okay, jetzt muss ich es doch noch warten. Das ist mal der letzte Moment um 3, wenn es es zum Schlag aushält. Ah, das ist wesentlich besser gegangen als auch schon, hä? Und es kann ihm nur Schaden machen. Also. Ich komme jetzt mal. Oh, shit. Was hat das mit dem auf sich?
Warum habe ich das befreit, das Glöckli? Was macht es? Mit uns? Nee! Serious? Stock haben? Ganz ehrlich, der Büsel nervt. Hm? Jetzt hat er aber weisse Tatzen. Du warst mal ein Schiff gewesen. Der Hund auch. Aber auch hier haben wir noch nicht allzu viel. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man an diesem Juwel herkommt. Es war eher obvious. Ich war einfach zu dumm. Let's face it. Okay, jetzt muss ich den hier packen, glaube ich. Okay, aber trotzdem fehlen da noch ein paar. Shit. Okay. Wieso? Wo sind sie geblieben? Und vor allem, warum ist jetzt der Hund auch so? Tatzig? Holy. Blöder Hund. Da. Weiter da. Da ein bisschen links. Wow. Jetzt muss er danken. Einiges vom Geld geht ins Wasser, aber den Rest kann ich nehmen. Sehr gut. Merci, Hund. Ich sollte den Hund öfter mitnehmen. Was? Ah. Der Stuhl hat sich gerade bewegt. Don't try to tell me other. Okay. Jetzt hast du mich aber nur mal verwirren, Hund, oder? Ja, natürlich ist er am Strand. Natürlich muss man das ganze Level laufen. Holy. Also mal, die Spiele sind mal kein Problem. Die Banane. Geist sollte auch nicht so das Problem sein. Die Schlange auch nicht. Die tierische Gegner sollte dank Licht nicht so das Problem sein. Bananengeist mal nehmen. Zack, zack, zack. Auf diese dort. Fickheit. Der hat natürlich noch die Sonnenbrille aufgesetzt, wo man ihn zuerst wegnehmen muss, aber irgendwie ist der Bruder ein bisschen zackig unterwegs. Okay. Was ist so ein Stein? Kein Boxer zu beruhigen, hä? Ja, muss ich etwas liegen, oder? Ich ja, glaube nicht. Meine Frage ist einfach, wo der Büsel hier ist. Ah, ist schon die Richtung. Ah, er ist schon da in der Nähe. Okay, geschafft. Ich nehme jetzt einen Stampfattack zu machen, damit er seine Brille verliert. Okay. Jetzt ist er alles bemalt. Die Suche nach der Puzzle geht weiter. Nein, der Puzzle ist doch hier. Dreht sich im Kreis. Foto führen. Bleibt da stehen. Muss ich jetzt den Strand aufräumen? Tatsächlich.
Oh. Jetzt geht er irgendwo rauf. Ich drehe mich um. Er schlicht sich an mich an. Ich meine, das ist eine gute Idee. Ha! Und das Dress Quadro. Jetzt hat er noch einen Schweif haben. Ich nehme ihn weg, genau. Jetzt hat er noch einen Schweif. Und auch den nehmen wir ihn noch weg. Wieso nervt es aber? Ich wette, dass er auf einem Stockwerk haben ist. Ihm nach. Komm wieder. Oh oh. Das schmeckt schwer nach einem Kampf. Komm her, komm her, komm her. Ja. Ich fühl dich. Wow. Licht ist stecken geblieben. Warum keine Musik? Aber auch drei aufs Mal. Fett Cash. Und wenn ich meine Liftfahrt wieder weitersetzen könnte, wäre ich glücklich oder bin ich schon gelandet? Eben. Okay. Aber wie gesagt, Überraschungselement reingebaut. Nicht schlecht. Okay. Jetzt hat er so geschaut, wo der Büse gelandet ist. Hehe. Tendenziell oben rechts. Oder komm, Hund nachher. So geht's auch. Ich glaube, da habe ich im Fall nicht schlecht alle gesammelt. Und da ist es tricky, da dürfen wir ja nicht unbedingt nach. Nach der Karte gehen. Hallo. Aha. Oh. Clever. Clever Büsle. Aber nicht clever genug. Ich bin der dicht auf der Ferse, Büsle. Da hinten er ist. Was war das da? Ich kann mir vorstellen, dass ich beide muss nehmen. Genau. So. Okay, und jetzt der andere. Da nicht da. Yeah. Oh! Gleiche Taktik. Er geht rauf. Richtet sich mal an. Muss man mit der Karau reingeben. Los halt. Nein, Mio. Oh. Oh. Der Katze hat gelehrt. Er dreht sich mal um. Ja. Schon klar gesehen, wenn du vor mir laufst. Wegdrehen. Wow, wow. Gut, ich muss mich aktiv wegdrehen, um das geht's. Okay. Ja, lass mir doch noch Zeit. Okay, so. Muss ich aktiv wegdrehen? Es wird etwa zwei Weisen für ein Herz wollen. Danke, Hund. Ich schaue weg. Oh, er war wieder schneller gewesen. Shit. Das ist wirklich schwer. Also nicht einfach, schwer ist nicht. Ja, du hast jetzt aber nicht geschaut. Okay. Nein, nein, den nehmen wir. Okay, darf ich gar nicht bewegen? Gut. Wie genau kann ich das überleben? Ich habe einfach das Gefühl, ich bin jetzt recht schnell gedreht. Okay.
Was? Verarsch mich nicht? Okay, verarsch mich also nicht. Nein, verarsch mich also nicht immer. Okay, ich kann ja so rüber werden, wenn ich will, solange du Leute stellst. Gut, das war zu früh. Dreht er sich? Jetzt nochmal! Wieso dreht er sich so langsam? Warum ist das? Ey, es geht so lang! So! Kann ich das gemacht haben? Es hat nur falsch ausgesehen. Und sich auch falsch angefühlt. Aber es ist bei Null. Sein letzter Schweif ist eingesackt. Wieso? Und somit auch wieder. Der Knopf gehört mir. Und auch das nötige Kleingeld. Ja. Nachher jubeln. Geld einsammeln. So. 20 Lappen übergüchselt. Die nehmen wir auch mit, weil die werden versteuert. So. Und der 14er Knopf wieder an uns geholt. Hoffentlich haben wir das mal ohne grosse Probleme 14 Stock. Wir sehen uns im 14. Stock. Beim nächsten Mal allerdings erst. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt fit. Ciao.